Hi, ich bin Annie. Mom und Dad haben mich und meine Schwester verlassen. Wir landeten in einem Waisenhaus, als wir erst ein paar Tage alt waren. Ich habe einen Weg gefunden, damit zu leben, aber Roxy war anders. Sie ließ niemanden außer mir an sich heran. Außerdem bekam sie oft Wutanfälle. Die Erzieher wussten nicht, was sie mit ihr anfangen sollten. Ich war die Einzige, die sie beruhigen konnte. Ich will euren ekligen Brei nicht essen. Wenn du nicht isst, werde ich groß, aber du bleibst klein. Okay, ich werde essen. Lass uns danach Mr. Funny zeichnen. Mr. Funny war Roxys imaginärer Freund. Sie konnte Stunden damit verbringen, diesen gruseligen Clown zu zeichnen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand Roxy adoptieren möchte. Annie wiederum ist ein perfektes Kind, so klug und gehorsam. Viele der Paare, die ins Waisenhaus kamen, wollten mich adoptieren, aber nur mich. Niemand mochte Roxy. Sie fanden sie seltsam. Ich wusste, dass meine Schwester ohne mich verloren wäre und habe so gehandelt, dass die Leute es sich anders überlegten und mich nicht adoptieren wollten. Oh, da sind Nüsse drin, ich hasse Nüsse. Darauf sind wir nicht vorbereitet. Wie jedes Kind im Waisenhaus wollte ich von guten Menschen adoptiert werden, aber ich wollte nicht von meiner Schwester getrennt werden. Eines Tages, als wir 7 waren, kamen wundervolle Menschen ins Waisenhaus. Mr. und Mrs. Cooper wollten uns beide adoptieren. Ihr habt jetzt eine Familie, Mädchen. Eure ältere Schwester, unsere Tochter, wartet zu Hause auf uns. Sie lebten in einer nahegelegenen Stadt, also gingen wir dorthin. Unglücklicherweise passierte unterwegs das, wovor ich mich am meisten gefürchtet habe. Roxy bekam einen Wutanfall. Ich habe unsere Zeichnung von Mr. Funny im Waisenhaus vergessen. Psst, fang nicht damit an. Du kannst immer noch neue zeichnen. Nein, die brauche ich. Sie fing an, gegen die Sitze unserer Adoptiveltern zu treten. Aufgrund der Mätzchen meiner Schwester mussten wir den Bus ein paar Haltestellen früher verlassen als geplant. Es regnet in Strömen. Verstecken wir uns hier vor dem Regen. Ich werde Roxy einen Ballon kaufen. Glaubst du, das wird dich aufmuntern? Keine Ahnung. Bin gleich wieder da. Oh, ich habe seine Brieftasche. Mädels, wartet hier. Ich bin schnell. Wir warteten weiter und standen wie verlassene Kätzchen im Regen. Menschen und Autos fuhren an uns vorbei, aber niemand kümmerte sich um 2 frierende Kinder. Sie haben uns verlassen. Genau wie unsere leiblichen Eltern. Das wäre nicht passiert, wenn Roxy nicht einen Wutanfall bekommen hätte. Ich wurde wütend, habe aber nichts zu meiner Schwester gesagt. Bald wurde es dunkel und mir wurde klar, dass Mr. und Mrs. Cooper nicht zurückkommen würden. Wen haben wir hier? 2 verlorene Engel. Der Mann, der auf uns zukam, sah Roxys imaginären Freund bemerkenswert ähnlich. Ihre Augen leuchteten, als sie ihn sah. Mr. Funny, du bist echt. Du bist hier, um uns in deinen magischen Zirkus mitzunehmen, stimmt's? Eigentlich heiße ich Mr. Barnes, aber ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt. Was macht ihr hier ganz alleine? Unsere neuen Eltern haben uns gleich nach der Adoption verlassen. Ihr wisst also nicht, wohin ihr gehen könnt? Wie bedauerlich. Ich lasse verlassene Kinder bei mir bleiben. Bei mir zu Hause ist genug Platz. Wollt ihr mitkommen? Ja! Dann los. Nein, lass uns zur Polizei gehen. Die bringen uns zurück ins Waisenhaus. Da gehe ich nicht mehr hin. Jetzt kümmert sich Mr. Funny um uns. Ich traute diesem Mann nicht. Aber ich konnte meine Schwester auch nicht allein lassen. Mr. Barnes hatte ein großes, aber hässliches Haus. Als wir hineingingen, sahen wir seine Frau und eine Menge Kinder unterschiedlichen Alters. Ich habe 2 weitere Waisen gefunden. Diese kleinen Engel sind Annie und Roxy. Also, jeder ist hier willkommen. Leute, lasst uns ihnen zeigen, wie gut wir zusammenarbeiten. Die Kinder deckten den Tisch und wir setzten uns zum Abendessen. Alles sah köstlich aus. Ich war so hungrig, dass ich einen Elefanten hätte essen können. Heiliger Bimbam, es ist, als hättest du ein schwarzes Loch, wo dein Magen sein sollte. Ich bin Danny. Willkommen zu Hause. Danke. Was ist das für ein Ort? Es ist ein Heim für verlassene Kinder. Mr. und Mrs. Barnes kümmern sich um diejenigen, die nirgendwo anders hin können. Ich sah mich um. Alle Kinder sahen glücklich aus und schienen sich sicher zu fühlen. Am wichtigsten war, dass Roxy endlich glücklich aussah. Ich beschloss, dass wir in dem Heim für verlassene Kinder bleiben konnten. Am nächsten Morgen lernte ich jedoch eine wichtige Lektion. Nichts ist im Leben umsonst. Steh auf, es ist Zeit, an die Arbeit zu gehen. Was, aber wir sind Kinder. Du hast gestern viel gegessen, Annie. Glaubst du, das Essen ist wie durch Zauberei im Kühlschrank aufgetaucht? Jeder sollte etwas beitragen und uns helfen, Geld zu verdienen. Mr. Barnes brachte mich, Roxy und Danny zu einem Haus. Es ist Zeit für euch Mädchen, etwas über unser Familienunternehmen zu lernen. Danny wird es euch beibringen. Folgt meinem Beispiel. Hallo, Kinder. Guten Morgen, Madam. Unser Schulchor sammelt Geld für wohltätige Zwecke. Danach begann Danny ein Kinderlied zu singen. Roxy und ich tauschten einen überraschten Blick aus, stimmten aber mit ein. Oh, das war wunderbar. Hier, das habt ihr euch verdient. Sobald wir das Haus verließen, holte uns Mr. Barnes ein. Gut gemacht. Sie haben nichts geahnt.
Warte, hast du sie gerade beraubt? Funktioniert wie am Schnürchen. Während unschuldige Kinder die Hausbesitzer ablenken, gehe ich hinein und finde etwas Wertvolles. Das ist falsch. Wir versuchen nur in dieser riesigen Welt zu überleben, Baby. Lasst uns gehen, wir müssen heute alle Häuser in dieser Nachbarschaft besuchen. Roxy, ich kann das nicht. Denk daran, alle haben uns den Rücken gekehrt, aber diese Leute haben uns in ihre Familien aufgenommen. Wir sollten dankbar sein und nach ihren Regeln leben. Ich war nicht mit Roxy einer Meinung, konnte sie jedoch nicht zurücklassen, selbst wenn das bedeutete, ihr auf einen dunklen Pfad zu folgen. An diesem Abend kamen alle Kinder nach Hause und legten alles, was sie tagsüber verdient hatten, auf den Tisch. Einige der Kinder bettelten auf der Straße, andere stahlen den Passanten auf dem zentralen Stadtplatz die Geldbörsen. Das nannten Mr. und Mrs. Barnes ein Familiengeschäft. Hast du ein Problem mit dem, was wir tun, Annie? Ich bin vielleicht ein Kind, aber ich weiß, dass Stehlen schlecht ist. Nun, du hast immer noch die Wahl. Du könntest die Polizei bitten, dich ins Waisenhaus zurückzuschicken, aber dann müsstest du dich von deiner Schwester verabschieden. Und das willst du doch nicht, oder? Nein, aber ich will auch nicht stehlen. Kann ich auf andere Weise etwas beitragen? Du könntest mir im Haushalt helfen. Für mich war das in Ordnung. Ein paar Tage später bat mich Mrs. Barnes, mit ihr einkaufen zu gehen, und ich lernte eine interessante Person kennen. Warte, du hast dein Armband verloren. Danke, ich habe in letzter Zeit schon etwas Wichtiges verloren. Oh, das tut mir leid. Wenn du nirgendwo hin kannst, kenne ich einen Ort. Wie heißt du? Annie. Ich bin Sophie. Mach dir keine Sorgen, Annie. Ich ziehe morgen nach Chicago, um bei meiner Tante zu leben. Du bist ein sehr nettes Mädchen. Ändere dich nie und behalte das Armband als Andenken. 2 Jahre vergingen wie im Flug. Roxy verehrte Mr. und Mrs. Barnes und tat ihr Bestes, um Geld für sie zu bekommen. In der Zwischenzeit wurde ich praktisch zum Dienstmädchen. Hausarbeiten waren mehr oder weniger alles, was ich Tag für Tag tat. Aber mir gefiel es, an der örtlichen Schule vorbeizugehen und mir die Kinder anzusehen, die dorthin gehen. Ich wünschte, ich könnte wie sie sein. Eines Abends nahm ich all meinen Mut zusammen und fragte Mr. Barnes, wann Roxy und ich zur Schule gehen würden. Niemals. Ihr habt keine Dokumente und wir wollen nicht, dass irgendjemand Fragen stellt. Warum willst du überhaupt zur Schule gehen? Du hast doch schon einen Job. Das stimmt. In diesem Haus geht keiner zur Schule. Du solltest dich nicht abheben. Aber ich wollte nicht ewig so weiterleben. Während alle schliefen, brachte ich mir selbst das Lesen bei. Bisher konnte ich nur Silben lesen, aber ich gab nicht auf. Lernst du schon wieder? Das tue ich. Bitte erzähl es niemandem. Hör auf zu denken, dass du besser bist als wir. Diese dummen Bücher sind nutzlos. Roxy hätte nicht falscher liegen können. Bücher entführten mich in ein magisches Land, weg von der schrecklichen Realität. Ich übte weiter, Tag für Tag. Frisches Gebäck. Ist das zu glauben? Sie liest wie eine 5-Jährige. Das müssen wir posten. Wie wär's, wenn wir filmen, wie ich dir die Nase breche, hm? Geht es dir gut? Ja, das war peinlich. Diese Kinder sind aus einer anderen Welt. Sie werden uns nie verstehen. Versuche nicht, eine von ihnen zu werden. Das ist zu viel für dich. Dieser Vorfall spornte mich jedoch nur noch mehr anzulernen. Ein paar weitere Jahre vergingen. Unter der Bettdecke Bücher zu lesen, war mir nicht mehr genug. Ich wollte auf eine normale Schule gehen. Ich musste nur noch herausfinden, wie ich das anstellen sollte. Und ich habe es geschafft. Ich habe diese Cupcakes die ganze Nacht gebacken. Ich möchte nützlicher sein, also werde ich sie verkaufen. Mir gefällt deine neue Einstellung. Eigentlich brauchte ich nur eine Ausrede, um für den ganzen Tag das Haus zu verlassen. Ich gab die Cupcakes dem ersten Obdachlosen, den ich sah, und ging direkt zur Schule. Zum Glück schenkte mir niemand Beachtung. Ich ging unter die Menge und versteckte mich in einem beliebigen Klassenraum. Und jetzt warte ich, dass der Unterricht beginnt. Ich war an allem interessiert, was die Lehrerin sagte. Zu meiner Überraschung schienen die anderen Kinder nicht so wissbegierig zu sein und waren sehr laut. Guter Prank. Bobby, sei ruhig. Wir beginnen ein neues Thema. Er ist so dumm wie eine Türklinke. Nachdem der Unterricht zu Ende war und alle das Klassenzimmer verlassen hatten, bin ich endlich aus meinem Versteck herausgekommen. Jemand hat sein Handy vergessen. Wo habe ich mein Handy gelassen? Hey, Leute, ihr werdet es nicht glauben. Diese Spinnerin ist in die Schule eingebrochen und hat mein Handy geklaut. Was, das ist nicht wahr? Holt sie euch. Wie ein Ninja verließ ich die Schule durch das Fenster und rannte vor Bobby und seinen Schergen davon. Sie waren viel schneller als ich, aber ich wusste, dass Danny und Roxy zu dieser Tageszeit Passanten auf den Stadtplatz ausrauben würden. Also machte ich mich auf den Weg dorthin. Was seid ihr für Feiglinge, dass ihr einem Mädchen so hinterherjagt? Oh, seht euch diesen Möchtegern-Ritter in glänzender Rüstung an. Kontrolliert deine Freundin. Wenn ich sie noch einmal sehe, wird sie ihre Geburt bereuen.
Was ist passiert? Ich habe ihm die Wahrheit gesagt. Danny runzelte die Stirn, als er herausfand, dass ich zur Schule gegangen war. Ich werde dich nicht verpetzen, aber hör auf, dumme Dinge zu tun. Ich denke, ein Studium kann uns viele Türen öffnen. Öffne die Augen. Wir sind nur ungewollte Kinder, wir haben keine Zukunft. Dannys Worte haben mich tief getroffen, aber das war erst der Anfang. Am Abend legten alle das verdiente Geld wieder auf den Tisch. Mr. und Mrs. Barnes fanden, dass es nicht genug war. Annie, wo ist dein Cupcake-Geld? Ich habe sie nicht verkauft. Streunende Hunde haben sie mir weggenommen. Sie lügt. Während wir alle Geld für die Familie verdienten, hing Annie in der Schule rum. Das stimmt, sie ging dorthin, um zu lernen. Was? Wie kannst du es wagen, die Regeln unseres Hauses zu brechen? Du kriegst heute Abend kein Abendessen, du undankbares Mädchen. Sie schrien lange wie gerupfte Pfauen. Aber es war der Verrat meiner Schwester, der mir die Tränen in die Augen trieb. Weinst du? Ja. Es tut mir leid, ich bin nicht gut darin, Mädchen zu trösten. Aber du hast recht, wir könnten mehr sein als ein Haufen Diebe. Ich werde uns Geld besorgen und wir werden hier verschwinden, das verspreche ich. Wenigstens war Danny auf meiner Seite. Am nächsten Morgen wollte ich wie üblich mit meinen Aufgaben beginnen, als Mr. Barnes plötzlich sagte, ich würde ihm beim Ausrauben von Häusern helfen. Danny ist letzte Nacht weggelaufen und jetzt haben wir nicht genug Leute, dieser kleine Bengel. Egal, wir finden einfach ein anderes obdachloses Kind. Ich weiß nicht, was mich mehr aufgeregt hat, dass Danny ohne mich weggelaufen ist oder dass es den Barnes nicht wichtig genug war, herauszufinden, was mit ihm passiert ist. Roxy, es ist an der Zeit für uns, hier rauszukommen. Warum? Das ist unser Zuhause. Ach, sei keine blinde Ente. Die Barnes mögen keinen von uns. Wir sind für sie nur kostenlose Arbeitskräfte. Aber sie gaben uns ein Dach über dem Kopf. Niemand sonst kümmerte sich um uns. Sogar Mr. und Mrs. Cooper ließen uns im Stich. Ich habe mir jahrelang auf die Zunge gebissen, aber jetzt reicht es. Sie haben uns deinetwegen verlassen. Mein ganzes Leben ging wegen dir den Bach runter. Wenn ich dich einfach verlassen hätte, wäre ich schon vor langer Zeit von guten Menschen adoptiert worden. Ach, ist das so? Na gut, dann geh. Ich brauche deine Überwachung nicht mehr, denn ich habe Eltern. Wir mussten unseren Streit unterbrechen, weil Mr. Barnes verlangte, dass ich mitkomme. Erinnert sich jeder an den Plan? Ihr tut so, als wärt ihr ein Schulchor. Und ich schleiche mich hinein und raube sie aus. Mit welchem Haus sollen wir nun beginnen? Das ist schon lange verlassen, da gehen wir nicht rein. Das hier sieht vielversprechender aus. Folgt mir. Ich hatte genug. Ich blieb zurück, zerbrach das Fenster des verlassenen Hauses und kletterte hinein. Ich bleibe ein paar Tage hier, bis ich weiß, was ich als nächstes tun werde. Am nächsten Morgen wurde ich früh von einem seltsamen Geräusch geweckt. Ich schaute aus dem Fenster und sah, wie ein Lastwagen vor dem Haus anhielt. Möbelpacker begannen, Möbel aus dem Wagen zu holen und ins Haus zu tragen. Ich geriet in Panik und beschloss, mich auf dem Dachboden zu verstecken, bis sie weg waren. Bald wurde mir langweilig und ich öffnete eine Kiste voller staubiger Sachen. Darin befand sich ein altes Fotoalbum der Familie, die früher in dem Haus gelebt hatte, in das ich eingebrochen war. Das sind Mr. und Mrs. Cooper. Und das ist wahrscheinlich ihre Tochter. Moment, ich habe sie auch schon getroffen. Das ist Sophie. Ich war so in Gedanken versunken, dass ich mich an einem Hutständer abstützte, der dann mit einem lauten Knall zu Boden fiel. Ich habe ein Geräusch gehört. Ist hier jemand? Wer bist du? Dieses Armband. Ich erinnere mich, du bist Annie. Auch die erwachsene Sophie erkannte ich wieder und erzählte ihr eifrig meine Geschichte von Anfang bis Ende. Deine Eltern haben mich und meine Schwester adoptiert, uns aber noch am selben Tag verlassen. Du bist also eines dieser Mädchen. Annie, du musst etwas wissen. An diesem regnerischen Tag wurden meine Eltern von einem Auto angefahren. Leider haben sie den Unfall nicht überlebt. Was? Mir sank das Herz. Plötzlich fielen mir die Polizeiautos und Krankenwagen ein, die vor all den Jahren an uns vorbeigefahren waren. Das ist also passiert. Mr. und Mrs. Cooper haben uns nicht im Stich gelassen. Sie sind gestorben. Die Polizei hat die Adoptionspapiere gefunden, aber ihr beiden seid spurlos verschwunden. Jetzt weiß ich, dass ihr bei dieser Barnes-Familie gelebt habt. Nachdem Mom und Dad gestorben waren, bin ich nach Chicago gezogen. Ich wurde erwachsen, heiratete und beschloss, mit meinem Mann in das Haus meiner Eltern zu ziehen. Meine Geschichte über den Ort für verlassene Kinder berührte Sophie. Am selben Tag ging sie mit ihrem Mann zur Polizei und die Barnes wurden verhaftet. Alle Kinder wurden in ein Waisenhaus gebracht. Alle waren im siebten Himmel. Alle außer Roxy. Was hast du getan, du Idiot? Deinetwegen müssen wir zurück ins Waisenhaus. Nein, das werdet ihr nicht. Meine Eltern wollen euch in unsere Familie willkommen heißen und ich werde ihnen diesen Wunsch erfüllen. Annie, Roxy, mein Mann und ich adoptieren euch. Eine Zeit lang weigerte sich meine Schwester, das zu akzeptieren, doch dann blühte sie, umgeben von der Liebe unserer neuen Adoptiveltern, auf und verwandelte sich von einem stacheligen Kaktus in eine wunderschöne Rose. Endlich durfte ich zur Schule gehen. Am Tisch sitzend fühlte
ich mich wie das glücklichste Kind der Welt. Bobbys dumme Drohungen waren mir egal. Lächle, solange du noch kannst. Ich werde dir nach der Schule eine Lektion erteilen. Ich dachte auch viel an Danny. Ich fragte mich, wo er war und ob es ihm gut ging. Nach dem Unterricht trieben mich Bobby und seine Freunde erneut in die Enge. Dein Ritter wird dich jetzt nicht retten. Da liegst du falsch. Ich werde immer auf Annie aufpassen. Leg dich bloß nicht mit ihr an, sonst wirst du es bereuen. Das ist noch nicht vorbei. Danny, wo warst du? Ich bin weggelaufen, um Geld zu verdienen und zurückzukommen, um dich zu holen. Aber die Polizei hat mich erwischt und in ein Waisenhaus gesteckt. Mir gefällt es dort. Ich gehe auf eine andere Schule, aber die ist nicht weit von hier. Ich habe gehört, dass es dir und Roxy auch gut geht. Ja, wir wurden adoptiert. Natürlich wusste ich, dass Bobby uns nicht in Ruhe lassen würde. Außerdem würde ich wahrscheinlich Ärger kriegen und Hausarrest oder Nachsitzen bekommen. Aber alle Kinder machen das durch. Sogar du. Und du auch. Lernt die einfachen Dinge im Leben zu schätzen, Leute. Es gibt viele Kinder auf der Welt, die davon nur träumen können.